Internet, den wir kennen und schätzen gelernt haben, die Basis für Meinungs- und Informationsfreiheit, aber auch für all die Innovationen, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Das erste Mal, dass wir sowas wie eine Netzneutralitätsdebatte erlebt haben, war vor 2 Jahren. Dieser Vogel wurde auf einmal in der Internetwelt, zumindest in Deutschland, bekannt. Das war die Drossel. Bis vor 2 Jahren hatte ich die Drossel auch noch nie so richtig lebhaft vor mir gesehen. Das kam daher, dass die Deutsche Telekom ankündigte, ihre Verträge fürs Festnetz-Internet umstellen zu wollen, sodass halt zukünftig keine Flatrates mehr verkauft werden, sondern Volumenpakete. Und wenn dieses Volumen, 75 Gigabyte für die Standard 16 Megabit Verträge zum Beispiel, aufgebraucht ist, dann sollte das Internet in die 90er Jahre zurückkatapultiert werden. Es gab dann so tolle Erklärstücke, was man alles mit 75 Gigabyte machen konnte. Es gab dann auch gute Remixe, was man zum Beispiel als vierköpfige Familie mit 75 Gigabyte irgendwie machen könnte. Und im Grunde ging es darum, dass die Deutsche Telekom so einen Regimewechsel oder beziehungsweise so einen kompletten Wechsel ihrer Geschäftsmodelle und das, wie wir das Internet haben, kennengelernt haben, vorbereitete in die Richtung, wie wir es eigentlich nur aus der Kabelfernsehwelt kennen. Also mit der Mailflat, der Searchflat, der Newsflat und wo man für alles dazu bezahlen muss, aber wo es nicht mehr das Internet quasi als Ganzes gibt oder nur noch als Luxusprodukt für diejenigen, die bereit sind, quasi das richtig, das Ende-zu-Ende-Prinzip sich leisten zu können, als super-duper Internet-Tarif dann. Damals gab es eine Debatte, wir forderten Netzneutralität ins Gesetz. Das lief auch eine Zeit lang ganz gut. Wir hatten auch Online-Demos, wir waren bei der Deutschen Telekom vor Ort. Wir hatten einige Auseinandersetzungen mit der Deutschen Telekom selbst, die aber damals schon ankündigte, naja, das interessiert uns jetzt überhaupt nicht. Hier haben wir Philipp Blank, in seinem Twitter-Profil steht, er wollte eigentlich gern die Welt verändern, dann ist er bei der Telekom gelandet. Jetzt macht er da halt PR und Corporate Blogging. Er meinte damals schon 2013, naja, ich denke, für eine richtige Entscheidung sollte man schon einige Tage Medienaufregung aushalten können. Ich fürchte, er hat so einem Teil recht gehabt, weil irgendwann kam Edward Snowden, Großteil hat vergessen, dass es gerade die Netzneutralitätsdebatte gab. Alle versuchten jetzt Überwachung zu bekämpfen. Und die Deutsche Telekom und ihre Verbündeten, also die anderen Telekommunikationsunternehmen, so viele gibt es davon ja nicht, machten massiv Lobbying auf allen Ebenen, um trotzdem ihre Pläne weiter vorzubringen. Ein bisschen in die Denkwelt der Deutschen Telekom konnten wir auch vor kurzem noch Einblick nehmen, als ein Gastbeitrag in einer Privatbank-Kundenzeitung bei uns auftauchte, wo wiederum Philipp Blank erklärte, die Debatte muss also um grundsätzliche Spielregeln drehen, ein staatlich diktiertes Einheitsnetz darf aber nicht dabei rauskommen. Staatlich diktiertes Einheitsnetz, das meinen die mit dem, was wir Ende-zu-Ende-Prinzip nennen, das, was wir Internet nennen, darf von Seiten der Deutschen Telekom so nicht weiter Bestand haben. Von der Deutschen Telekom haben wir, ich hatte zuerst so viele Zitate, aber ich habe nur noch ein weiteres rausgenommen, ganz viele Sachen, das ist von Damm, der Deutschlandchef. Er meinte schon vor 2 Jahren, wir wollen diese Möglichkeiten diskriminierungsfrei anbieten, das heißt, wir reden über jeden mit jedem über diese Modelle, der sich bei uns meldet. Und diskriminierungsfrei ist so ein Begriff, der taucht in der ganzen Netzneutralitätsdebatte immer wieder auf. Und diskriminierungsfrei, das ist so ein Begriff, da gibt es 2 verschiedene Deutungen. Für diejenigen, die irgendwie in der technischen Welt sind, die denken diskriminierungsfrei, das ist, naja, Diskriminierungsfreiheit, Ende-zu-Ende-Prinzip. Jeder darf machen, was er will, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht oder das geht nicht. Aber wir haben hier leider es mit Juristen zu tun und Juristen definieren diskriminierungsfrei anders. Für Juristen heißt diskriminierungsfrei, naja, jeder darf zahlen. Und wir bieten jedem unsere Überholspur an. Und wer halt zahlt, kommt halt drauf. Wer nicht zahlt, kommt halt nicht drauf. Aber das ist total diskriminierungsfrei, weil jeder darf bezahlen. Und das ist halt nicht die Netzneutralität, die wir uns vorstellen, aber das ist die Netzneutralität im Sinne der Deutschen Telekom, die jetzt auch schon teilweise Realität ist. Weil, wenn man sich diese Drosselkom-Tarife anschaut, die sind schon Realität, zum Beispiel im Mobilfunknetz. Habt ihr mich jetzt absichtlich lauter gemacht? Super. Vielleicht noch ein bisschen Heil rein. Danke. Einmal mit Profis, ne? Jetzt muss er Geld nachwerfen, ne?
Na, ich. Echt? Ich fühle mich gedrosselt. So. Ja! Yeah. Spotify bei T-Mobile. Jeder kann, also bei T-Mobile bietet Volumentarife an, aber wenn man Musik hören möchte, unabhängig vom Volumen, dann kann man für 9,99 € bei T-Mobile die Spotify Flatrate dazu buchen. Das heißt, T-Mobile-Kunden können für einen kleinen Aufpreis so viel Musik hören, wie sie wollen, aber nur bei Spotify. Und das wird nicht aufs Volumen aufgerundet. Das ist natürlich schön, A, für Telekom-Kunden, die bei Spotify sind. Schön für Spotify. Schön für die Deutsche Telekom. Aber schlecht für alle Wettbewerber und schlecht für einen freien Markt, von dem eigentlich alle Politiker mal reden, den sie irgendwie in diesem Telekommunikationsmarkt durchsetzen wollen, weil, naja, Spotify hat hier als einziger gute Zugangschancen, um ein Produkt anzubieten, zusammen mit der Deutschen Telekom, die zufälligerweise da auch irgendwie an Spotify beteiligt sind, aber alle anderen gucken in die Röhre. Und das ist das, was die Deutsche Telekom unter diskriminierungsfrei versteht. Wir haben noch ein weiteres Ding, wir haben ja noch vor kurzem bei netzpolitik.org mal uns alle möglichen Mobilfunktarife, die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgeguckt und das war kein Vergnügen. Also wer das mal nachmachen möchte, man sitzt echt wochenlang dran und klickt sich durch AGBs, versucht erstmal die AGBs rauszufinden, zu verstehen. Wir haben sie verstanden, aber ein normaler Bürger blickt da eigentlich kaum durch und eigentlich fast alle Mobilfunkverträge in Deutschland haben irgendwelche Einschränkungen der Netzneutralität. Wenn alle mal sagen, Mobilfunk, das zeigt, wo die Zukunft hingeht, dann zeigt das auch, demnächst werden wir das auch im Festnetz-Internet so bekommen. Und das zeigt aber auch, wenn wir keine klaren Regeln für Netzneutralität schaffen, dann wird zukünftig Netzneutralität immer mehr zum Luxusprodukt, was man sich leisten können muss. In der Regel werden die Leute halt auf diesen Luxus, ein Ende-zu-Ende-Netz zu haben, verzichten. Das sieht man schon in vielen Entwicklungsländern, wo vor allen Dingen Facebook und Google sogenannte Zero-Pakete anbieten. Das heißt, deren Services sind kostenlos. Aber die Leute leben dann auch nur noch in einer Facebook- oder Google-Welt. Das heißt, diese Art von Regeln oder Nicht-Regeln bevorzugen und stabilisieren Monopole. Und das Monopole sind in der Regel das Gegenteil von Wettbewerb, Innovation und Meinungsfreiheit, wie wir es kennen. Gut, kommen wir zur EU-Ebene. Auf EU-Ebene tobt seit 2009 spätestens die Debatte um Netzneutralität. Die letzte EU-Kommissarin für das Digitale, Frau Neelie Kroes, erklärte immer, ja, sie ist großer Fan von Netzneutralität, sie möchte ein offenes Netz irgendwie erhalten. Aber tatsächlich, als es dann darum ging, ein offenes Netz durch eine Vorlage für den Digital Single Market vorzulegen, da stand da zwar drin, naja, ein offenes Netz muss irgendwie verhindert werden, gesichert werden, aber es dürfen auch irgendwelche Dienste im offenen Netz diskriminiert werden, blockiert werden, technisch blockiert werden und gleichzeitig in Überholspuren ausgelagert werden. Und es gab da noch einen Haufen anderer Sachen, die irgendwie all diese Praktiken heute legalisieren würden und wo halt die EU-Kommission der Meinung war, naja, das, wie es jetzt läuft, nämlich immer weiter eine schleichende Verletzung von Netzneutralität, das soll die Zukunft sein. Obwohl sie immer sagte, ihr ist Netzneutralität ganz wichtig, aber das Aber war da ganz wichtig. Zusammen mit diversen NGOs haben wir dann auf EU-Ebene die SaveTheInternet.eu-Kampagne gemacht, wo wir 20.000 Faxe innerhalb von 2 Monaten an EU-Parlamentarier verschickt haben und festgestellt haben, Fax ist immer noch ein super Medium, weil es gibt keinen Spam-Filter. Und EU-Parlamentarier haben, es gibt ja auch noch viele andere Lobbys, die die ganze Zeit Massenmails schicken, frühzeitig gelernt, wie sie ja Microsoft Outlook so konfigurieren können, dass halt irgendwelche Massenmails nicht mehr zu einem Thema ankommen, aber Fax ist so eigentlich eines der letzten Kommunikationsmittel, wo es noch keinen Spamfilter gibt und wir hatten glücklicherweise das passende Kommunikationstool dafür und das EU-Parlament hat dann tatsächlich kurz vor der letzten Wahl mit über 90% Regeln zum Schutz der Netzneutralität durchgesetzt, die relativ konträr zu dem gingen, was die EU-Kommission vorgelegt hatten, nämlich sehr klare Definitionen, welche Art von Spezialdiensten denn überhaupt erlaubt sein sollen, nämlich zum Beispiel nichts, was
quasi Dienste im offenen Netz ersetzen würde. Also solche Sachen wie Spotify würden im T-Mobile bevorzugen, würden damit irgendwie verboten werden. Soweit so gut. Die EU ist leider ein bisschen komplex, besteht nicht nur aus dem Parlament. Es gibt da den EU-Rat, das Parlament und die EU-Kommission. Und wir haben seitdem quasi die Verlängerung, um die es geht. Und wir haben eine neue EU-Kommission, neues Parlament und so weiter. Einer, der neu in der EU-Kommission ist, ist Andrus Ansip. Andrus Ansip ist ja, theoretisch der Chef von Günther Oettinger. Günther Oettinger ist der Meinung, der ist nicht der Chef von ihm. Er ist Vizepräsident in der EU-Kommission. Ist noch ein bisschen unklar, wer jetzt Chef, wer jetzt Kellner ist und so weiter. Aber am Anfang dachten wir, Andrus Ansip, wenigstens ein Mensch, der vielleicht auch mal für Netzneutralität sein kann. Aber er enttäuschte uns wieder, weil er brachte dieselbe Rhetorik wie Nelly Größ. Ich bin für Netzneutralität, aber. Und es wurde immer mehr klar, dass er eigentlich was ganz anderes meint als wir. Es wird so deutlich wie in solchen Sachen, das ist eine Rede von ihm vor 2 Wochen zum Digital Single Market, wo auch mal wieder das Typische, was wir von Nelly Größ 4 Jahre oder 5 Jahre lang gehört haben, we need an open internet for consumers. And we want an internet that allows European industry to innovate and provide better service for consumers. Wenn man sich Politiksprache anschaut, dann sieht man hier ganz klar im letzten Satz, was eigentlich gemeint ist, weil die Telekom und Co. sagen immer, naja, wir brauchen Überholspuren und wir würden da gern irgendwie bezahlt Überholspuren zulassen, weil wir wollen uns von amerikanischen Industrieunternehmen gerne diese Überholspuren finanzieren lassen. Gemeint ist damit Google, Facebook, Skype und so weiter. Die wurden in der Vergangenheit gerne geblockt, aber mittlerweile sehen die Telekommunikationsunternehmen die eher als Geldmaschine oder Cash-Cow und sagen halt, wir wollen einen doppelten Markt errichten, wir wollen quasi die nicht mehr blocken, sondern wir wollen von dem Geld, damit die bevorzugt über Überholspuren durchgeleitet werden. Und das Problem dabei ist erstmal, dass halt, wenn wir so ein Regime errichten, dann kann jeder, der Geld hat, da durchkommen und wird halt bevorzugt. Das ist das eine. Aber stell dich mal vor, für Skype ist es schön, die können dann zukünftig, werden sie nicht mehr geblockt irgendwie mit Voice over IP Blocking und so weiter, sondern die bekommen dann über die Überholspur. Aber was ist, wenn wir auf einmal sehr gute, dezentrale Open Source Lösungen für verschlüsseltes Voice over IP bekommen, wo keine Entität in Form einer Firma dahinter steckt, die jetzt die Überholspuren bei Deutsche Telekom und so weiter kaufen können, sondern wo einfach ein offenes Protokoll da ist. Die werden zukünftig dann gegenüber den kommerziellen Anbietern, die sich das leisten können, diskriminiert. Und dieses European Industry sagt in diesem Kontext ganz klar, naja, European Industry, damit meinen sie halt Deutsche Telekom und Co., also unsere europäischen Telekommunikationsunternehmen, die wiederum diese Überholspuren haben wollen, um innovative Services anbieten zu können, die dann wiederum von amerikanischen Unternehmen gekauft werden können. Wobei das Problem halt ist, Facebook, Google und Co. würden wahrscheinlich lieben gern diese Überholspuren kaufen, wenn sie damit dann einen verbesserten Marktzugang hätten, bessere Zugangschancen und alle Wettbewerber und die ganzen dezentralen Open-Source-Protokolle benachteiligt werden würden. Wir hatten darüber auch geblockt. Andrus Ansip hat uns dann auch nochmal erklärt, naja, er glaubt an Netzneutralität, aber Special Needs for E-Health, Internet of Things, da fehlten nur noch die Autos. Aber die selbstfahrenden Autos, dafür haben wir unseren zweiten Autokommissar, Günther Oettinger. Da gibt es eine Vielzahl von Sachen. Also hier war nur ein Zitat, befürwortet er Spezialdienst für Bereiche Katastrophenschutz, bla, aber auch Mobilitätsdienste wie autonomes Fahren, Entertainment-Dienste wie Video und Musik stünden hingegen nicht im Fokus, wenn es um Abweichungen nach oben von der Netzneutralität geht. Das Problem dabei ist, wir können Gesetze lesen, wir können Vorlagen lesen, da geht es nirgendwo darum, dass man verhindert, dass es halt um Entertainment geht, Video und Musik. Da steht nirgendwo drin, dass es nur um Katastrophenschutz gehen soll, sondern dass alles, was von EU-Kommission und vom Rat, da komme ich gleich dazu, vorgelegt wird, ist so offen, dass es natürlich selbstverständlich dahin geht, was die Telekom-Lobbys sagen, nämlich zuerst würde es um Video und Musik gehen, um halt diese Überholspuren gewinnbringend verkaufen zu können. Auch hier wieder, ich will einen Qualitätsstandard für alle, der diskriminierungsfrei, also jeder, der bezahlen kann, jedem angeboten wird. Das steigerte sich dahin, dass wir irgendwann ein lustiges Video fanden, was ihr wahrscheinlich alle kennt. Geht das jetzt automatisch an? Einmal mit Profis. Netzneutralität.
Da haben wir wieder in, und zwar gerade in Deutschland, Taliban-ähnliche Entwicklungen. Da ist die Netzgemeinde, da sind die Piraten unterwegs, da geht es um perfekte Gleichmacherei. Und da heißt die böse Industrie. Da geht es nicht um die Industrie, da geht es nicht um den Vorstand und sein Gehalt. Wenn Sie Verkehrssicherheit in Echtzeit haben wollen, da geht es um unser Leben, dann muss dies absoluten Vorrang haben. Also mit anderen Worten, Netzneutralität tötet und wir sind alle Taliban, weil kann ja nicht sein, irgendwie, dass Sie fahren gerade mit Ihrem Auto und Ihr Kind hinten rechts irgendwie lädt gerade YouTube-Video runter und Ihr Auto kann nicht mehr fahren und crasht gegen ein anderes. Ne? Lustigerweise war er da im Finanzministerium auf einer Diskussion mit dem Telekom-Chef Höttges und Oettinger war eigentlich nur alles am Nacherzählen. Ne? Also das war echt ein bisschen bitter sozusagen, dass wir hier einen EU-Kommissar haben, der es schafft, eigene Worte für etwas zu bilden, was er vorher von anderen gehört hat, sozusagen. Ne? Also viele sagen irgendwie, Politiker sind immer gekauft. Ich glaube nicht dass daran, dass Oettinger gekauft ist. Der labert nur einfach das nach, was ihm irgendwie Industrielobbyisten einfach so erzählen. Weil sonst, er hat wahrscheinlich Angst, dass er im Auto sitzt, sein Kind hinten irgendwie YouTube runterlädt und sein Leben irgendwie beendet wird. Aber wir haben es halt nicht nur von Oettinger. Oettinger ist eigentlich auch nur da irgendwie wahrscheinlich hingesetzt worden, um halt Regierungslinie zu vertreten, die wir halt in Deutschland auch schon haben. Also eigentlich vertritt er auch nur eine glasklare CDU, CSU-Linie, mittlerweile leider auch Gabriel-Linie, warum auch immer, aber ist halt Gabriel. Und auch unsere Kanzlerin, die erst noch vor 3 Jahren sagte so, es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben, möchte jetzt doch ein Internet zweiter Klasse, weil Autos und so weiter. Und wir haben uns auch mal netzpolitik.org mal die ganzen Autozitate angeguckt, ne? Wo kommen die eigentlich her? Naja, da hat man zum Beispiel sowas. Denken Sie an das selbstfahrende Auto. Welche Daten haben Vorrang, wenn es eng wird? Die, die das Auto steuern oder die, die der Tochter auf der Rückbank, die gerade Musik streamt? Das ist eines von sehr vielen Zitaten in diesem Fall von der Telekommunikationslobby, in diesem Fall von dem Telefonica O2-Chef, einem von den drei letztendlich verbliebenen großen Konzernen, die Telekommunikationsdienstleistungen anbieten. Und da weiß man, wo halt Merkel und Oettinger das auswendig gelernt haben. Das Absurde ist, selbstfahrende Autos brauchen keine Netzneutralität oder brauchen gar kein Internet. Letzte Woche oder vor 2 Wochen hat Golem mal einen Artikel veröffentlicht. Die haben mal sämtliche Autohersteller in Deutschland angefragt, die halt so selbstfahrende Autos anbieten. Und es war schon, ob sie denn jetzt Internet bräuchten und ob sie diese Überholspuren bräuchten, von denen man immer so hört. Und es war schon bezeichnend, dass die ganzen Unternehmen nicht geantwortet haben, weil wahrscheinlich haben sie sich nicht getraut, so die Bundesregierung bloßzustellen. Nur BMW hat geantwortet und gesagt, brauchen wir gar nicht. Und das ist halt Stand der technischen Debatte, dass diese Autos selbstverständlich kein Internet brauchen. Wahrscheinlich haben alle Panik, dass irgendwo ein Router ausfällt und dann fallen die Autos irgendwie, fahren gegeneinander, sondern die Autos steuern sich über Sensoren und sonstige Sachen. Google, diejenigen, die halt in den USA massiv für Netzneutralität auch mitgeworben haben, sich in Europa übrigens komplett aus der Debatte raushalten, haben auch selbstfahrende Autos, die brauchen das auch nicht, weil wahrscheinlich sonst wäre es allen aufgefallen, die USA haben jetzt strenge Regeln zur Netzneutralität, aber da ist keinem aufgefallen, dass die Autos crashen, wenn demnächst Netzneutralitätsregeln kommen. Soweit so gut. Der letzte Player auf EU-Ebene, der noch fehlte, das ist der EU-Rat. Der hat sich jetzt geeinigt unter litauischer Ratspräsidentschaft, das ist übrigens die Fahne von Litauen, dass sie eigentlich auch wiederum eine Netzneutralität-Aber-Regelung haben wollen. Das heißt, eigentlich im offenen Internet soll das Blocken verboten sein, aber man kann halt blocken und diskriminieren, wenn dafür die Dienste in die Überholspuren ausgelagert werden. Dazu haben sie noch irgendwie Netzsperren, sind auch erlaubt, aber und so weiter. Parental, also die wollen auch noch irgendwelche Jugendschutzfilter dazu einbauen. Also mit anderen Worten, alles, was wir an Verletzungen der Netzneutralität ansehen und was auch das EU-Parlament alles gerne verbieten würde, will der EU-Rat erlauben. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir halt 3 Player auf EU-Ebene haben. In diesem Fall ist das das EU-Parlament, die EU-Kommission, der EU-Rat, die in sogenannten Trilogverhandlungen sich jetzt auf eine gemeinsame Linie einigen sollen. Das klingt erstmal gut, weil wir haben eine super Vorlage vom EU-Parlament, wir haben irgendwie so eine durchgeknallte Linie von der EU-Kommission, wo wir nicht so genau wissen, ob jetzt ANSIP dasselbe meint wie Oettinger oder auch nicht oder keine Ahnung. Wir haben eine sehr klare Linie gegen Netzneutralität vom EU-Rat, aber
die Berichterstatterin, die halt in den Trilogverhandlungen mitverhandelt, Del Castello, man sieht sie oben rechts, ist leider eine spanische konservative Abgeordnete, die das Image hat, sehr nah an Telefonica dran zu stehen. Ne? Also erstmal konservativ, Spanien ist halt Telefonica, sozusagen die Deutsche Telekom von Spanien. Mit anderen Worten, da sitzt halt Telefonica fürs EU-Parlament, Deutsche Telekom für Günther Oettinger, naja, und Vodafone irgendwie auch noch mit Deutsche Telekom und Telefonica über den EU-Rat mit am Tisch und die sollen gemeinsam einen Kompromiss finden. Mit anderen Worten, es sieht eigentlich wieder mal echt scheiße aus. Andererseits haben wir eigentlich auch schon vor einem Jahr gedacht, wir verlieren den Kampf. Wir haben nicht geglaubt, dass wir irgendwie eine große Mehrheit im EU-Parlament holen, die trotz, dass der Del Castillo damals schon Berichterstatterin war, zustande gekommen wäre. Sie ist halt quasi da für ihren eigenen Bericht massiv überstimmt worden. Andererseits haben wir jetzt wieder eine ganz andere Situation im EU-Parlament. Wir haben eine große Koalition, mehr oder weniger im EU-Parlament. Wir haben sehr viel Austausch an Abgeordneten, die damals nicht dabei waren. Und wir haben jetzt leider auch gerade nicht die Situation, dass Wahlen bevorstehen, dass halt Abgeordnete vielleicht bei der letzten Wahl rund um Netzneutralität motiviert waren, mal im Sinne von Verbrauchern abzustimmen. Insofern unklar. Wir fordern weiterhin Internet statt Kabelfernsehen, weil dann Internet ohne Netzneutralität ist halt wie eine Bank, ohne dass man sich draufsetzen kann. Und launchen gemeinsam mit vielen NGOs wieder in einer Woche savetheinternet.eu, wo man dann wiederum Abgeordnete anrufen kann, anmelden kann, aber auch faxen kann und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei begleitet, quasi Druck auszuüben auf das EU-Parlament, weil auf unsere Bundesregierung ist jetzt, glaube ich, eine Mission Impossible, diese große Koalition umzubewegen. Die haben mehr oder weniger Hoffnung auf ein bisschen Breitbandausbau gegen Netzneutralität eingetauscht und machen jetzt alles, was die Telekommunikationsunternehmen fordern, in der Hoffnung, dass die halt bis 2018 mal ein Internet schaffen, was wir eigentlich gern vor 10 Jahren gehabt hätten. Und das war's. Danke. Ja, vielen Dank, Markus. Gibt es Rückfragen vielleicht erstmal? Verständnisfragen, inhaltliche Rückfragen?